So, das Gold ist endlich vorhanden, habe jetzt über 200.000 und kann mir jetzt die hübschen Schühchen hier kaufen. Das mache ich jetzt auch mal gleich. Die hier müssen jetzt leider weg. Tschüss, Einhornstiefel und hallo, Flammenstahlstiefel. Ja, jetzt bin ich schon mal wieder um einige stärker geworden. Und wie viel Prozent habe ich noch? Na, komm schon. Immer noch 50% Verteidigung oder hier Rüstung. Ja, besser geht's ja kaum. Jetzt fehlen echt nur noch die Handschuhe, die ich mir wahrscheinlich nicht mehr kaufen kann, weil ich nicht mehr genug Gold habe. Da die circa 100.000 oder sowas kosten werden, je nachdem. Ja, ich habe gleich meine 300 Alu fertig und wie ihr seht, ich bin doch jetzt auf Rang 2 gekommen. Irgendwie, mit viel Glück. Und ja, wird wahrscheinlich nicht so lange bleiben, weil das nicht ganz so einfach ist auf Rang 2. Aber immerhin, mehr will ich ja gar nicht. So, ja, ich werde jetzt noch ein bisschen suchen hier im Laden. Eventuell finde ich ja da noch was. Die Stadtwache kann ich ja auch noch machen bis 0 Uhr, falls ich was Tolles finde. Aber meistens findet man ja nur das, was man nicht braucht. Also werde ich auch ziemlich sicher keine Handschuhe finden. Weil dann wäre ich absolut perfekt ausgerüstet. Besser geht's dann eigentlich nicht. Schickes Schild. Moment, kurz noch die nächste Quest starten. Arena können wir auch noch machen. Ja, Showdown auf Rang 3. Ich weiß ja nicht, ob das klappt, aber immerhin, mal sehen. Ich mache einen Crit, er macht einen Crit. Das wird wieder mal spannend, aber ich glaube, er gewinnt. Oder doch nicht. Sehr schön. Ja, dann habe ich meinen Rang 2 noch ein bisschen gefestigt jetzt. Bin immerhin 200 Ehre über dem zweiten. Und ja, noch 10 Alu. Da machen wir doch gleich mal die 37 Quest. So, falscher Laden. So, weiter geht's. Ah, es gibt ja echt schon schöne Waffen mit 334 Durchschnittsschaden, aber die werde ich mir nicht holen, das lohnt sich nicht. Da meine insgesamt trotzdem noch stärker ist. Schade, schade. Gut, das ist zwar ein Glück, aber ich würde alles über 325 Stärke würde ich dann nehmen, weil ich die Handschuhe absolut nicht brauche. Die haben eben so verdammt wenig Rüstung. Das wird jetzt bald nicht mehr reichen. Wenn ich noch ein Level aufsteige, dann habe ich wahrscheinlich keine 50% Abwehr mehr. Von daher bräuchte ich echt mal bessere. Und wenn möglich mit nur Stärke. Die wären echt schon super.
wenn es Handschuhe wären. Na, dann kommt schon. 324. Oh. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich werde mir einfach mal holen. Weil ich echt mal neue brauche. Ach, ich weiß es nicht. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ach komm, ich warte lieber noch ein bisschen. Ich krieg ja sowieso früher oder später eh noch bessere. Und vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Glück und finde noch neue Handschuhe. Ja, immer 324, das gibt's doch nicht. Die sind auf jeden Fall schon mal von der Rüstung her richtig super. Aber 324 Stärke ist ein bisschen wenig, wenn ich hier oben schon 336 habe. Zum Beispiel sowas hier, 332, das wäre echt schon super. Kann ich aber da nicht gebrauchen. Stärke 328, ja. Ich würde mal sagen, das nehme ich jetzt, bevor ich noch mehr Pilz ausgebe. Ja. Dann hätte ich nur noch 3000 Ausdauer. 2500. Ja, beim Glück tut sich nicht viel. Und Stärke habe ich dann sogar um einiges mehr. Ja, würde ich mal sagen, tschüss Handschuhe. Und damit hätte ich jetzt auch eigentlich alles zusammen. Das sind zwar nicht die besten Handschuhe, aber 328 ist auch nicht schlecht. Jetzt kann ich noch irgendwas aufrüsten hier. Machen wir Glück einmal und warten wir gleich noch auf Stärke. Das kommt auch gleich. Jo. Gucken wir noch den letzten 9, 8 Pilze jetzt. Ich ausgeben will. Bis ich das nächste Epic finde, wird ja noch ziemlich dauern, da ich ja letztens erst die Schuhe gefunden habe. Da brauche ich mir also keine Hoffnungen zu machen. Alles mit Geschick, was soll ich denn damit, ey? Jo, das war's dann auch. Ja, immer noch Rang 2, Stufe 166 jetzt. Falls ihr über Stufe 120 seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch zu Red Cliff kommt. Ist echt eine super Gilde, macht echt Spaß dort.